Hallo liebe MOBA-Freunde und ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Train Action SonMat. Heute geht es um einen Bausatz aus dem Hause Falla. Wie ihr seht, das Schloss Bran. Natürlich werde ich dieses Schloss umbenennen für meine Anlage, aber dazu kommen wir dann später. Es handelt sich bei diesem Bausatz um ein Jubiläumsmodell, 75 Jahre Falla. Ja, und ich werde euch diesen Bausatz jetzt mal zeigen. Der hat einige Teile und ja, da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Packen wir nun das Ganze aus. Die ganze Packung kommt also sehr schön daher. Eine Anleitung, die ist ein bisschen dicker als bei anderen Bausätzen. Da gibt es viel zu tun. Oioioioioioi. Interessant, auf der zweiten Seite, da steht geschrieben, welcher Spritzling in welcher Box zu finden ist. Dann haben wir hier ein Zertifikat und ein Poster. Naja. So, nun nehmen wir die ganzen Schachteln mal raus. Schachtel 1. Und die Schachteln sind leider nur auf der Seite angeschrieben. Deshalb mache ich gleich von Anfang an die Zahl oben hin. Wir haben hier die Valea. Die ist immer interessiert, was hier so abgeht. Nicht wahr, Valea? Die Nummer 2, dann haben wir hier die Nummer 3, die Nummer 4 die Nummer 5 und die Nummer 6. So, Hütchen. Ja, das wäre es schon. Valea ist natürlich gespannt, was sich in diesen Schachteln befindet. Und wir schauen uns das zusammen an. Dann haben wir da alle Schachteln mal vorbereitet zum Auspacken und schauen wir mal, was sich hier so drin befindet. Ja, das sieht interessant aus. Das sind Zwischenböden. Also, ob alles da ist, kann man unmöglich kontrollieren bei dieser Größe. Aber ich denke jetzt mal, das Ganze war ja versiegelt. Da wird alles dabei sein. Die Seitenwände. Sehr schön. Dann die Fenster. Nein, das sind Turm, weitere Seitenwände, Details. Hier Böden und Stützen, Mauern hat es hier dabei.
bei der Nummer 5. Da sind auch wieder andere Teile natürlich. Dächer, hier ist das ganze Dachmaterial. Und die Nummer 6 beinhaltet nochmals Teile. Und genau, die Klarsichtfolie für die Fenster und auch die Innendekoration, also dieses Kartonteil, wo dann in die Gebäude reinkommt. So, und in der sechsten Schachtel haben wir die Gardinenmaske und nochmal Dächer, Mauern und natürlich die Klarsichtfolie für die Fenster. So, ja, dann werden wir mal loslegen. Wir werden also nicht das ganze Bauvorhaben zeigen, sondern immer wieder Baufortschritte vorstellen. Und was wir jetzt noch brauchen, sind ein paar Werkzeuge und damit kann eigentlich der Bau beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, liebe Modellbahnfreunde, es ist natürlich problematisch, wenn man einen Bausatz anfangen will und die eigenen Haustiere den Blick auf die Anleitung versperren. Du musst jetzt hier ein bisschen weg, Valeria. Komm. So. Also, wir beginnen mit Schritt A und dazu benötigen wir die Teile 410, 254 und Fensterfolie. Und jetzt kann ich hier auf der Anleitung schauen, dass 410, der Spritzling 4, müsste sich eigentlich in der Schachtel 2 befinden. Und der Spritzling mit der Nummer 25 müsste in der Schachtel 4 sein. Genau. Dann werden wir mal Schritt A bauen. Und fertig ist das erste Bauteil. Ich habe schon mal ein Teil gebaut. Ihr seht hier auch die Papiermaske mit den Fensterhintergründen und auf der anderen Seite ist schon mal der ganze Innenbereich mit den Etagen und den Stützen. Hier seht ihr jetzt schon ein paar Teile provisorisch zusammengestellt und das Ganze nimmt langsam Formen an. Was ganz wichtig ist beim Zusammenbau dann später, dass unten die Kabel versorgt werden, weil ihr seht, es gibt da den einen oder anderen Spalt, der entsteht wegen den Kabeln. Also die Gebäude stehen ein bisschen schief. Und das müssen wir beim Zusammenbau dann genau berücksichtigen.
So, liebe MOBA-Freunde, das Schloss ist beinahe fertig gebaut. Ich habe ja am Anfang im Titel die Innenbeleuchtungen erwähnt. Das schauen wir uns kurz an. Dazu drehen wir das Schloss auf die Seite. Ihr seht nun überall diese Kabel rauskommen und die werden dann auf einer Platine miteinander verbunden. Hier drin hat es auch noch diverse. Hier auch, also überall im Schloss kann man dann das Licht ein- und ausschalten und das Ganze wird über einen Funktionsdecoder gesteuert. Das Schloss kommt dann auf einen Sockel, damit wir das Ganze hier sauber verdrahten und verstecken können. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir runter auf die Anlage und stellen das Schloss an seinen neuen Platz. Dazu habe ich meinen guten Freund István hierher eingeladen. Hallo zusammen, grüßt Sie miteinander. Ciao. Tschüss. Willkommen hier bei mir. Und ja, er ist schuld, dass dieses Schloss diesen Namen bekommt. Ja, dann würde ich sagen, hole ich das Schloss mal hervor. Sehr gut. Da sind wir ja gespannt. So. Da geht ja was. Ne? Und jetzt darfst du die Augen öffnen. Boah, okay. Größer als erwartet. Über 1000 Teile. Boah. Ihr seht hier ein paar Details. Da sind noch ein paar Leimspuren zwar zu sehen. Leider ist das Zusammenbauen von Modellgebäuden keiner meiner Stärken. Aber unser guter Freund Danny wird später das ganze Modell noch altern und so die Leimspuren kaschieren. Hier oben fehlt natürlich noch das Dach. Da kommen noch eine oder zwei Figuren rein. Hier vorne ist auch noch ein Gitter, das fehlt. Das habe ich mir noch nicht besorgt. Da muss ich noch schauen, welches. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wohin dieses stolze Schloss hinkommt und eben auch, was für einen Namen es bekommt. Zum Namen. Ja. Vor, ja, das müssten etwa 35 Jahre sein, würde ich sagen, hat István als Spaß mir einen Spitznamen gegeben und dieser lautet Dumple. Genau. Ich blende das noch ein, dass ihr das richtig lesen könnt. T-U-M-P-L-E. Genau. Dumple. Also nicht Tampel oder Tempel oder in sowas, sondern Dumple. Also in Schweizerdeutsch Dumple. Und wir haben dann uns gegenseitig den Spitznamen zugerufen. Genau. Also er war Dumple und ich war Dumple. Und ich habe dann das ausgeweitet auf meinen Bruder. Genau, so und vor, ja, 9 Jahre alt ist sie, die älteste von seinen Töchtern. Die haben das dann mit der Zeit mitbekommen, dass wir uns Dumple nennen. Und ich bin, seitdem sie sprechen können, also er hat 3 Töchter, bin ich für sie der Onkel Dumple, also der Onkel Dumple. Und das ist einfach ein cooles Wort, einen coolen Namen. Und zu Ehren von István gebe ich dem Schloss wie auch dem Berg und der Gondelbahn den Namen Dumple. Wow, was für eine Ehre. Und ich würde sagen, wir stellen das Schloss Dumple auf den Tumpleberg. Tumplemäßig. Tumplemäßig. Nach den Gesetzen von Tumple. Genau. Ihr kennt ihn, den Wendel West. Und hier habe ich mir überlegt, dieses schöne Schloss zu platzieren. Wow, super. Genau. Und schauen wir mal, ob ich von außen vorsichtig rankomme. Ich denke mal, ja, das sollte eigentlich gehen. Kannst du mir
Wo darf ich? Ja, so einfach das ganze Brett und. Ah, ist auf dem Brett, okay. So. Aber Vorsicht, das. Genau. Bist du. Und ich nehme jetzt. Vorsichtig. Dieses Teil, das ist nicht ganz so leicht. Okay. Werde ich hier rüberstellen. Noch aufpassen auf die Kabel. Das kommt natürlich dann noch auf einem separaten Sockel, wo die ganze Elektronik respektive die Kabel schön versorgt werden können. Brauchst du nicht das mehr. Brauchen wir nicht mehr, genau. Und jetzt gehe ich da unten in den Wellen. So, Thomas verschwindet. So, hallo. Und jetzt ist die Frage. Ich denke mal, sie sieht schön aus. Ach so. Irgendwie so. Würde ich auch sagen. Ne? Was denkst du? Ja, ich finde den von hier hat man einen guten Winkel. Dann kommt man um die Ecke. Der Zug fährt weiter. Ja. Genau. Hier habe ich der Einfachheit halber den Deckel in zwei Teile gesägt. Denn ich will ja nicht immer das Schloss wegnehmen, wenn hier oben etwas zu tun ist. Und man sieht das Baumhaus oben noch gut von der linken Seite, ist auch gut. Hier, das da, ja. Ja, also der Einfall und Winkel ist gut. Genau, das sieht nicht schlecht aus. Hier hast du auch noch genug, ja, das ist nicht schlecht. Ne? Und selbstverständlich setzen wir nun noch die fehlenden Teile. Jetzt wird es spannend. Das kleine Haus hier. So. Und das Turmdach, das kann ich von hier aus nicht hinsetzen. Da muss ich wieder auf die andere Seite. So, genau. Thomas verschwindet wieder mal. So. Wow. Zack. Und fertig. Wie sagt man so schön? Aufrichte. Ja. Super. Ja. Das war's eigentlich schon wieder. Also, sieht gut aus, hat auch gut Platz. Da sind noch ein paar Zentimeter bis zur Decke. Und wir machen noch zwei, drei Zugfahrten vor dem Schloss durch. Und damit schließe ich schon wieder diesen Film. István, vielen herzlichen Dank. Hat mich gefreut. Und mir bleibt natürlich nichts anderes mehr zu sagen als macht's gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.